Hallo und guten Abend. Ich möchte euch heute gerne zeigen, wie der Raumkampf funktioniert. In den etwas höheren Missionen. Wichtig ist, man sollte vorher am Terminal die Mission annehmen. Das gibt, wenn man diese Raumkämpfe bestreitet, nämlich extra Raumkampfmarken. So, ich zeige euch heute das Ganze auch gleich am höchststufigen Raumkampf, den es gibt. Das ist dieser hier, der unmögliche Sektor. Und ja, dann legen wir mal los und starten das Ganze. Ich habe alles erledigt. So. Wichtig ist am Anfang gleich erstmal die 1 drücken. Dann seht ihr hier unten, dass der Blaster Burst aktiviert wird. Und dann können wir auch direkt loslegen, schon mal ein paar Minen zu zerlegen. Wir drücken auch die 4. Das ist ganz wichtig. Wie ihr seht, mit Zerstörung des ersten Minenfelds habe ich die Mission dann schon fast geschafft. So. Jetzt geht es eigentlich die nächsten 4-5 Minuten relativ simpel zustande. Einfach immer schön auf alles schießen, was hier zuckt und fliegt. Nach Möglichkeit natürlich nicht in die Asteroiden fliegen. So. Den EMP habe ich ja verbraucht, um das erste Minenfeld zu räumen. Und solange ich keine Gegner habe, auf die ich schießen kann, mache ich noch ein paar Minen platt. Denn Gerüchte sagen, jede zerstörte Mine und jedes zerstörte Schiff gibt ein kleines bisschen Credits. Ich habe jetzt eben den Burst ausgemacht und habe meine Schildaufladung aktiviert. Das bedeutet, dass mein Schuss so gut wie gar keinen Schaden mehr macht, aber mein Schild ist jetzt wieder voll aufgeladen. Ich schalte wieder um. Die Kanonen haben wieder Maximalschaden. So, hier ist noch eine Mine übrig. Beste Qualität. Umgehend geliefert. Das Was für eine ignoriert. Show! Meine Leute sind immer schön auf Suchmissionen, während ich unterwegs bin. So. Schön in den Asteroiden ausweichen. Abschießen, was geht. So, jetzt geht's los. Das ist der erste Zwischengegner. Da haut ihr Raketen drauf, so viel wie geht. Vordringlich natürlich auf die Antriebe, weil die Teile der Bonusmission sind. Geschickte Flugkünste. So, das ist der erste, der zweite. Und den dritten soll ich auch schaffen. Da war der dritte. Das ist ein Ziel Minenleger. getroffen. Der Rest interessiert mich nicht. Der hat jetzt noch hier vorne eine Kanone und das Minenlege-Dingsbums. Alles nicht so wichtig. So. Wir laden mal eben ein paar Schildchen auf. Ups. Meteor. So. Das ist sogar eine Elite hier. Ups. Aber ich glaube, dass die Mission leicht buggy ist, weil den vierten habe ich noch nie gesehen. So, wieder zurück auf Schildauftragung. Und weiter geht die Geschichte. 5 Minuten haben wir noch. Lässt sich leider nicht verkürzen, auch wenn man schon durch ist fast. Das ist auch ein Elite. Der kann keinen Schaden nehmen im Moment. Das wird Erst wenn er ungenüglich. wirklich weit vor einem ist. Ja, Wie ihr seht, super Schuss! nimmt er keinen Schaden. Da hinten übrigens, wo jetzt der Cursor ist, ist schon der Endgegner. Aber weit, weit außerhalb der Zielreichweite. Daher unwichtig. Hier ist wieder so eine Elite, aber der nimmt keinen Schaden, solange er weit vor ihm ist. Ja, hier kann man drauf schießen, wie man will. Passiert nichts, verschwendet keine Raketen. Wie ihr seht, mein EMP ist auch fast wieder einsatzbereit. Jetzt nimmt er Schaden. Ich habe zu früh geschossen. Wir haben es Das fast passiert. geschafft. Da macht er rum. So. 3 von 4 schweren Jägern abgeschossen. Wie gesagt, den vierten habe ich noch nicht gesehen. Endgegner, weit weg. So.
Da ist noch eine Mine. Das ist immer noch das allererste Minenfeld. Da fliegen wir als drumrum. Es gibt, glaube ich, vier. Das ist keine Elite. Der zählt nämlich nicht. Der stresst noch ein bisschen rum. Aber ich stresse zurück. Und weg ist er. Ich mache mal ein bisschen die Schilde voll. Wichtig ist, dass ihr zuseht, dass ihr ungefähr ab einer Minute die Schilde voll habt. Weil da geht es dann in den Endkampf. Während ihr Schilde aufladet, solltet ihr, wenn ihr Jäger abschießen wollt, einfach mit zweien auf einmal drauf schießen. Mit zwei Raketen, sorry. Wichtig, während Schilde aufladen, die Kanonen nicht benutzen, sonst funktioniert die Schildaufladung nicht. So. Da ist der zweite Zwischengegner. Dem müssen wir noch eine Kanone abschießen für einen Bonus, einen Antrieb. Tut mir leid, Kumpel. So. Hier machen wir mal ein bisschen den Weg frei. Da müssen wir nachher durch. So. Das war's. Ich glaube, ich habe alle erwischt. Wichtig ist es hier, das hatte ich damals, als ich noch nicht Max-Level war. Wenn ihr die Bonusziele soweit erreicht habt, schießt Jäger, die bringen mehr Erfahrung und demnach auch Credits als hier die dicken Dinger oder Elite. Gab damals 23 XP und dementsprechend auch entsprechend viele Credits. So. Ich brauch's eigentlich nicht mehr. Aber ich zerstöre das Feld auch jetzt mit dem EMP. Zack, und weg ist es. Wir sind jetzt bei anderthalb Minuten. Das heißt, der Endgegner kommt jetzt gleich. Da unten ist er. Sofort konzentriert euch bitte auf den Endgegner und auch gleich mit Raketen behaken, denn ihr könnt ihn nur insgesamt dreimal kurz treffen und ihr müsst seine Plattformen vorne, die Dinger, beide ausschalten. Das muss der Minenleger sein. Sonst schafft ihr es nicht. Erfolgsquote 100%. So. Das war sehr gut, ich habe alles erwischt. Ich schalte mal um auf Schildaufladung. Ich habe nicht mehr so viel. Bin ich aufgepasst. Aber ich hatte ja gesagt, ihr müsst darauf achten, bei ungefähr 2 Minuten alles voll zu haben. So, und jetzt geben wir dem Ding mal den Rest. So, das war's. Ja, wir sind noch nicht tot. Platt ist er. Jetzt könnt ihr im Prinzip eigentlich die Schildaufladung wieder einschalten und den Rest Zeit abwarten. Oder ihr macht's wie ich und macht nochmal so ein bisschen alles platt, was geht. Hier, hier. Ich habe jetzt eben die 3 gedrückt, deswegen dieses Leuchten um mich rum, dann kann ich keinen Schaden nehmen. Das habe ich vernachlässigt in dieser Mission, gebe ich zu, aber ich brauch's nicht. Ich habe alle Missionen geschafft, außer eben die Elitejäger, deswegen gibt's 15 Marken. Hätte ich die Elite-Jäger erledigt, hätte es wahrscheinlich 18 gegeben. Und noch ein paar Credits reingespült. Das war's. Schwerste Mission erledigt, überlebt, kein Problem. Ciao, ciao. So, nochmal ein kleiner Anhang zum Schluss. Das habe ich eben vergessen zu erwähnen, deswegen schneide ich nochmal was dazu. Und zwar geht es darum, dass ihr euer Schiff ein bisschen ausrüsten solltet, bevor ihr euch in die schwereren Missionen wagt. Mit Level 50 oder sogar schon ab 46 könnt ihr euch für Credits die 5er Ausrüstungen kaufen und für Flottenmarken halt die anderen, das kleinere Spielzeug. Wie hier die Kriegsführungskapsel, damit euch 10 Sekunden keiner anvisieren kann. Der MP-Generator, eben, den hatte ich bei den Minen vorgeführt. Und eventuell, ganz ganz wichtig als allererstes natürlich das Kraftumwandlungsmodul, mit dem ihr entweder Schuss oder Schilde verstärkt. Das Ding hier finde ich nicht so doll, das ist der Photonentorpedo-Generator. Den werdet ihr in einem der anderen Videos in Aktion sehen. Aber wie gesagt,
Das ist mit Vorsicht zu genießen, das Ding. Das kann Missionen auch schwieriger machen, weil die Raketen brauchen 3 Sekunden zum Aufschalten und funktionieren nicht bei allen Zielen. Was relativ wichtig und ist an epischer Ausrüstung, was ihr euch besorgen solltet, ist auf jeden Fall dieses Gerät. Dieser Strahlengenerator erzeugt nämlich 10 Schuss pro Sekunde und noch ein bisschen einen zweiten Stat nebenbei, wie bei jedem Epic. Den Wert seht ihr dann hier. Und zusammen mit dem Strahlenlader, der hier 80 Schaden pro Salve auslöst, kommt man dann natürlich auf eine hohe Schussrate und relativ hohen Schaden. Dann gibt es noch weitere Epics, die jeweils 5 Schaden dazu ausrüsten. Insgesamt kann man es, wenn man alles episch ausgerüstet hat, ich glaube, die Panzerung macht noch was dazu, hier auf 100 Schaden kommen. Schönen Dank nochmal an Aaron, der hat für mich den Schild hergestellt und der leistet mir auch ganz gute Dienste soweit, ne? Das war's und schönen Abend noch.